Ihr sagt mir ja welche, na? Ja, Gucci, 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 Gucci. Ja, Emma, was machst du denn hier? Mensch, du bist ja eine alte Potsdorfer. Was macht ihr denn da? Leute, nein, heute nicht. Ja, Mensch, Emma, was machst du denn hier? Ja, Mensch, das war doch dein alter Jugendtraum. Ja, Mensch, Leute, ey, was wollt ihr? Seid ihr ein gutes Publikum? Ja, ihr seid ein gutes Publikum. Mensch, Leute, ihr habt's erst nicht mehr alle, Mensch. So, ihr seid voll das gute Publikum, aber ich muss jetzt echt Schluss machen, weil, ne, wisst ihr, dieses Commentary beginnt und so, ne? Also, ich wünsche euch was, ne? Tschüss. Was geht? Super Grumpy und so. Und jetzt nehmt erstmal euren Döner in die Hand, euren Penis obendrein und dann habt ihr wirklich einen Dachschaden. Verdammt, Johe. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge mit Super Grump. Ich spiele hier gerade DRN mit Reflexvisier, Blaupunkt und dem Schaft und natürlich dem Vordergriff. Ich habe die Waffe mittlerweile auf Gold gespielt. Dazu habe ich die Konterdrohne, die normale Drohne und den Orbitalsatelliten dabei. Und heute werden wir erstmal nach 2 Monaten endlich mal wieder den Leuten den Arsch versohlen. Bei diesem Gameplay spielen wir gerade auf Grind. Am Anfang wurde mir ordentlich der Arsch versohlt, aber naja, was willst du machen, ne? Kann man nichts gegen tun. Ja, und wo wir schon bei Grind sind, ein Kumpel von mir aus meiner Schule, aus meiner neuen Schule, hier am Randgebirge des Harzes, wollte unbedingt wissen, wie diese Map hier heißt. Und schöne Grüße an dieser Stelle an Alexi Schlexi. Er wollte unbedingt, dass ich ihn grüße. Ja, hast du Bescheid, ne, weißt du, hier Grüße und so. Ja, weißt du. Ja, und gut. Zum aktuellen Stand der Dinge. Entschuldigung, dass seit 2 Monaten kein Video mehr kam. Es ist einfach so, dass ich momentan ziemlich viel zu tun habe und einfach überhaupt keine Zeit gefunden habe, weil hier einfach extrem viel zu tun ist. Mein ganzes Zimmer muss noch gemacht werden, also es muss noch eine Wand rausgerissen werden. Es muss noch, ja, unglaublich viel gemacht werden. Also es muss eine Wand rausgerissen werden, es muss noch gestrichen werden. Und im Endeffekt habe ich dann 30 Quadratmeter großes Zimmer. So, hier schön 2 auf einmal erledigt. Und da kommt der nächste und den berste ich auch noch weg. Ja, also es ist halt viel zu tun. Wir haben, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich weiß es gerade nicht so genau, aber ich glaube, es sind circa 1 Hektar Grundstück. Und ja, das ist natürlich extrem viel zu tun. Wir haben auch einen riesigen Garten und das könnte etwas dauern, bis das soweit ist, bis wir damit ganz fertig sind. Und deshalb gab es dann auch am Anfang Probleme, einen Internetanschluss zu kriegen oder seinen PC irgendwo hinzustellen. Und momentan habe ich eine ziemliche Bambusleitung hier anliegen. Diese Bambusleitung hat eine Geschwindigkeit von circa 0,2 Kilobit pro Sekunde, naja, also es ist verdammt wenig und keine Ahnung, wie ich den gerade getötet habe. Und lasst mich nicht lügen, es hat bestimmt 5 Stunden gedauert, dieses Video hochzuladen. Also davon gehe ich aus, dass es so lange dauern wird, aber wozu gibt's Nächte, wo man schläft, ne? Ja, und ansonsten habe ich mir jetzt auch nochmal LOL runtergeladen, ne? Auf Wunsch eines Mitschülers. So, und in der Klasse bin ich erstmal super gut aufgenommen worden, super nette Leute hier einfach, also alle super chillig drauf, ne, kann man nichts sagen. Finde ich auf jeden Fall super und mit dem Zocken läuft's ja auch wieder, ne, ich bin wieder reingekommen. Meine Mausempfindlichkeit habe ich am Anfang wieder runter auf 10 gestellt, jetzt kann ich sie wieder auf 16 zocken, so wie früher einmal. Und man sieht schon, ich bin wieder besser geworden. Also hier habe ich ordentlich die Gegner zerberstet. Momentan haben wir noch in der ersten Runde 18-5. Nee, tut mir leid, ich korrigiere 19-5. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich gestehen, es ist super. Und worüber kann ich noch reden? Ich könnte noch darüber reden, was ich in den Ferien so alles getrieben habe. Ich habe noch, anstatt hier noch rumzuhocken, ohne Internet, ohne gar nichts, habe ich einfach mal vorgenommen, mit meinen Kumpels was zu machen in Bremen. Also bin ich zu meinem besten Kumpel nach Bremen gefahren, 300 Kilometer, einfach mal spontan, habe meine Sachen gepackt und habe spontanerweise einfach mal innerhalb von 20 Minuten angefangen runterzurennen zum Bus. Und habe dann eine 5-stündige Zugfahrt gemacht und war 5 Tage weg. Und in der Zeit war ich dann in Hamburg, in Hannover, in
Entschuldigung, in Lübeck und hier werde ich missgeburtig getötet und an dem Timmendorfer Strand und es war natürlich erstmal richtig hammergeil. Ne, schöne Grüße an Felix, auch wenn er gerade nicht da ist, ne? Und ja, dann habe ich noch mit einer Freundin, einer ziemlich langen Freundin, also die kenne ich schon seit einem Jahr oder so, die wohnt hier zufälligerweise in der Nähe und das war wirklich ein extremer Zufall, dass ich hier jemanden kenne, in der Nähe, der hier wohnt, aber es ist unglaublich, ich war ja ein paar Mal in Frankreich und da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die aus Bayern kommen, die aus Bremen kommen und die aus Mitteldeutschland kommen, aus dem Harzgebirge und so eine war dabei und ja, die habe ich auch ein paar Mal besucht, waren zwar immer 25 Kilometer mit dem Fahrrad, aber naja gut, war auch nicht das Schlechteste, habe ich das einfach mal geregelt und passt, ne? Und momentan Zwischenstand 24-7 nach der ersten Runde, das lässt sich sehen, denke ich mal. Und ja, dann habe ich die ein paar Mal besucht und ja, da muss ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Da gab es nämlich mal so einen Vorfall. Wir sind ins Reisebüro gegangen, haben uns noch so ein Ferienticket besorgt, ne, damit ich überall in Niedersachsen und in Bremen rumfahren kann mit meinem lustigen Ticket. Und ja, und da gab es dann, ich habe da ja zwischendurch endlich mal statt ein Nokia-Handy endlich mal ein richtiges Handy bekommen. Also ich habe bisher immer so ein Nokia-Handy gehabt. Und so eins, das man gegen die Wand werfen konnte und die Wand war kaputt. So, hier schimmel ich mich in die Ecke und campe ein bisschen. Also es hat keinen Tod gegeben, also könnt ihr mich nicht dafür verhaften, aber ich hatte halt Angst. Ne? Ich wollte unbedingt einen Orbitalsatelliten bekommen, aber um es vorwegzunehmen, ich habe es nicht hingekriegt. Naja, auf jeden Fall sind wir dann im Endeffekt, da gewesen und ich bin mit meinem Handy, habe mich ins WLAN des Reisecenters eingeloggt und ich habe dann den WLAN-Drucker in irgendeiner Weise auch bekommen. Also ich habe mich in den WLAN-Drucker eingeloggt und habe dann einfach mal irgendwelche scheiß schimmeligen Facebook-Bilder ausgedruckt. Man hat das noch so im Hintergrund gehört und ja, das müsst ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr irgendwo mal in einem öffentlichen Dienst seid, wie zum Beispiel in einem öffentlichen Anstalt seid, ne, wie zum Beispiel in einem Reisebüro, geht einfach mal hin und druckt ein paar Bilder aus, macht das für mich, macht's einfach, das macht super viel Spaß, ne? Und ja, schöne Grüße nochmal an ne, meine gute Freundin, die dabei war und an Jonas, der da auch noch dabei war, ne? Seht ihr zwar, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wenn ihr es seht, ne, schöne Grüße an euch, ne, schlagt einen Penis auf den Tisch, bis das Holz splittert, Ikea bei mir anruft und die Welt explodiert, ne, wisst ihr Bescheid, wie es läuft. Und, ja, ne. Ja, und ansonsten, Klasse ist auch super nice, also super nett alles, ne, super schöne Umgebung hier, in die Scheiße ist am Land nur einfach, dass man nichts zu tun hat. Es ist einfach schon scheiß Internet hier, es ist einfach, hier ist nichts los, keine Party, keine Disco. Naja, da kann man dann so ziemlich deprimiert drüber sein, aber was willst du machen? Muss man akzeptieren, muss man mit leben und irgendwie geht's dann auch. Wenn man mobil ist, eine Mofa hat, ein Auto hat, dann geht das alles, ne? Dann ist das auch kein Problem mehr. Ja, und die Lehrer sind, es ist so geil. Wir waren letztens im Unterricht, ne? Und dann quatschen so ein paar Mitschüler mit mir und wir unterhalten uns so gerade über Extremfälle bei Ärzten und ja, dann fragt der Lehrer plötzlich irgendwann, sag mal, was ist denn da los, ne? So unser Deutschlehrer gewesen, so ein älterer 50-60-jähriger Mann, aber super nett, der ist super geil drauf, ne? Der fragt uns dann erstmal so, was redet ihr denn da so? Und einer schreit dann einfach erstmal ganz offen und ehrlich, ne? Nicht so, wie man es normalerweise gewohnt ist, nichts. Oder wir haben gerade über die Hausaufgaben geredet. Nein, wir haben darüber geredet, wie man, sondern dass ein Typ aus irgendwo sich eine Gabel in den Hintern gesteckt hat und damit erstmal operiert werden musste und dass er sich eine Flasche reingesteckt hat und dann hatten wir erstmal eine Stunde lang so eine scheiß Diskussion darüber und der Lehrer ist nicht mehr zu seinem Unterricht gekommen. Also für ein Gymnasium ist das schon ziemlich, also es ist einfach geil, die Lehrer sind super nett, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man es normalerweise sage ich das nicht und normalerweise bin ich absolut dagegen, sowas zu sagen. Aber
ich muss zugeben, mir macht es irgendwie gerade Spaß, in die Schule zu gehen. Also macht wirklich Spaß, die Leute sind nett und lustig und auch die Lehrer sind gar nicht so schlecht. Und ich habe jetzt ja auch ein neues Handy bekommen, erstmal 30.000 Nummern eingesammelt von der ganzen Schule, auch aus den Parallelklassen. Und übrigens, dass die Soundqualität so scheiße ist momentan, liegt daran, dass ich das alles mit dem iPhone aufnehme, also jetzt nicht die die Videoaufnahme, aber die Tonaufnahme, die ist mit dem iPhone gemacht worden. Sorry Leute, geht nicht anders, ich finde mein scheiß Mikrofon nicht wieder, es ist einfach verschwunden, es ist weg, es ist in den ewigen Jagdgründen, es ist einfach scheiße, dass es weg ist. So, wir sind hier jetzt momentan bei einem 37:9. Ja, es ist einfach zum Kotzen, dass ich das Mikrofon nicht mehr wiederfinde. 100 Euro ausgegeben für so ein scheiß Studiomikrofon und es ist verschwunden. Einfach weg. Nirgends, ne? Also, sowas ist scheiße. Wir haben noch 100 Kartons irgendwo, 20 Räume haben wir hier auszuschmücken. Und das Mikrofon findet sich einfach nicht mehr an und deswegen muss ich das jetzt mit dem iPhone machen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Vielleicht muss ich mir ein neues Headset kaufen, aber bis dahin müsst ihr erstmal mit der iPhone-Wiedergabe zufrieden sein. Ich habe das iPhone falsch rumgehalten. Scheiße. Muss ich scheiße anhören. Okay, das war's dann auch erstmal wieder, ne? So, 37:11 steht's momentan. Ich denke mal, das kann man so lassen. So schlimm ist es jetzt ja auch nicht, ne? Spaß muss sein, sprach Wallerstein und schob die Eier mit hinein, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Tschüss, Leute. Und abonniert, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Oder lasst es sein, ne? Gruß an die Hater, die ich mittlerweile habe. Und ach du Scheiße, was? Fast 300 300 Abonnenten und 25.000 Klicks, Leute, ihr seid bescheuert. Also ganz ehrlich, so ein Spasten für mich zu abonnieren und Klicks zu geben, danke dafür. Also, bis zum nächsten Video. Die nächsten Tage kommt noch ein Tutorial und ein weiteres Vlog-Ding, ne? Ich muss noch ein paar Sachen erzählen und, ne? Also bis denn, tschüss!